Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. In diesem Video soll es um die Soundbar gehen, die ich mir geholt habe. Preislich ist es die geworden, die ich eigentlich nicht wollte, weil sie zu teuer war. Im Endeffekt war sie für mich billiger als die, die ich eigentlich wollte. Also die paar Preisklassen drunter, weil da kam noch Haufen Rabatt dazu von Otto und dann habe ich noch Gutscheine eingelöst und hast du gesehen. Also, ich wäre doof gewesen, wenn ich da nicht zugegriffen hätte. Das ist die 11.1.4. Buchstabenkombination habe ich vergessen von Samsung. Werdet ihr im Videotitel sehen und wir werden uns gleich auch am PC die App angucken. Da geht komplett die App mit euch durch, die auch teilweise Murks ist, sage ich euch schon voraus, weil sie nicht wirklich App, sondern eher browserbasierend ist. Zeige ich euch gleich alles. Ich werde euch auch auf der Webseite zu der Soundbar noch ein bisschen was zeigen, um mit euch ein bisschen genauer zu erklären, wie das funktioniert und was sie damit meinen. Aber ich habe mich entschlossen, wir fangen an einfach mit der Soundbar, dass ihr sie erstmal seht, wie sie hängt, dass die wirklich ganz schön gewaltig ist. Unboxing habe ich nicht gemacht, weil sie zu groß und zu schwer ist. Der Postbote hat sie nicht hochgebracht, die muss ich mit meiner Tochter dann zusammen hochschleppen. Es sind 65 Zoll. Ja, so ein Riesending, ist auch schwer. Die hängt auch ein bisschen schräg. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt damit zu tun hat, weil mein Putz da hinten, also auf der Seite, das Loch ein bisschen größer geworden ist und ein bisschen nach unten gezogen hat. Oder ob das halt generell so ist. Das würde ich mir wünschen von euch, wenn ihr ohne Samsung Soundbar habt, die mit diesen L-Stücken angebracht ist. Hängt die bei euch gerade oder hängt die bei euch schräg? Das würde mich mal interessieren. Weil die hat ordentlich Gewicht. Das ist praktisch ein L-Stück. Zwischen L-Stücken. Und die werden unten rangeschraubt an die Soundbar. Hinten in der Wand macht ihr einfach eine Schablone. Misst euch die Mitte aus, macht dann vom Fernseher, macht eine Schablone. Und dann habt ihr da, wo die Löcher sind, markiert. Und dann macht er dann links, macht er einfach ein Loch in der Wand, noch ein Loch in der Wand. Da kommt der Dübel drin. Dann ist so eine Art schwarze Muffe. Da macht er die Schraube durch, rin, ein Dübel, fest, fest. Und dann wird jetzt so rin gehangen und fertig ist. Kein großes Hexenwerk. Da würde ich mir dann aber wünschen, wenn es nicht an meinem Loch hier liegt, sondern wirklich, wenn es daran liegt, dass die zu schwer ist, dass man da vielleicht von zwei L-Stücken auf vier ausweicht. Ich habe jetzt nämlich eins hier, eins da. Da könnte man super dann halt natürlich hier noch eins und hier eins machen, hier hinten. Dann hätte man halt vier L-Stücken und oder vielleicht sogar fünf, in der Mitte noch eins. Dass das dann wirklich so würde dann halt gerade hängen. Ja? Was positiv ist durch diese L-Stückenaufnahme und dadurch, dass das halt nicht direkt an der Wand ist, die Soundbar. Wir haben hier Lücke, da können wir den Kabel hier hinten verlegen und dann zum Beispiel auf der anderen Seite einen Kabelschacht runter machen, wenn ihr sowas haben solltet. Oder ich habe jetzt hier unten Kabel rausgucken, die kommen später weg. Das ist einmal ein HDMI, der von der Soundbar runtergeht zur Connectbox von Samsung. Wegen, sag schon, wie heißt das? EARC. Und ein HDMI kommt hoch vom Blu-ray-Player, weil ich das ja auch testen wollte, ob das funktioniert. Funktioniert auch super. Und einmal der optische, der dann auch unten runtergeht. Die werde ich dann aber später alle wegmachen. EARC, alle brauche ich nicht. Ich werde das mit dem Wi-Fi lassen. Das ist für mich am schönsten, am besten. Oder vielleicht lasse ich EARC, aber mache dann halt ein Verlängerungskabel, dass es so lang geht, dass es dann halt nicht auffällt. Zusätzlich als Sicherheit. Optisch hat für mich nicht so, hat sich gut angehört, aber hat irgendwie Kraft gefehlt. Das fand ich über EARC oder Wi-Fi halt ein bisschen schöner. Und weil ich denn, wenn ich denn EARC benutzen sollte, mache ich die BNHDMI denn da lang. Und der optische kommt dann weg. Und da habt ihr dann halt Platz. Ihr habt dann auch hier oben noch vier Knöpfe. An und aus, leise, laut und Mikro aus, Mikro ein. Mikro an und Mikro aus für das Mikro, weil es auch Alexa eingebaut. Also da, wie gesagt, kann ich jetzt nicht als positiv oder negativ deklarieren, dass es so schräg hängt. Der Ton kommt trotzdem noch gut rüber, weil der misst sich das ja aus, wo der Ton hingeht, ob er abgeprallt wird oder was weiß ich. Also das funktioniert trotzdem super.
Da kann ich jetzt nicht sagen, ob das so sein muss. Gute Frage. Da bin ich auf euch angewiesen. Deswegen kann ich das nicht positiv oder negativ benennen. Ist aber halt, sieht doof aus und ich würde mir wünschen, dass es gerade ist. Dann könnte ich halt vielleicht die Kamera da oben noch aufstellen. Also die PlayStation-Kamera wieder da oben aufmachen. Ja, hier muss ich mal gucken, dass ich das irgendwie hier noch irgendwie anders mache. Oder mal gucken, da waren nur, glaube ich, noch andere Löcher. Vielleicht kann man so eine Halterung noch extra kaufen. Muss ich mal bei Samsung auf der Webseite gucken. Dann haue ich mir einfach noch zwei L-Stücken links und rechts ran, dass die halt dann noch ein bisschen mehr gestützt wird. Und hier nochmal einen anderen Dübel rennen oder so. Oder das Loch nochmal ein bisschen verkleinern, ein bisschen Rotband rein, trocken werden lassen. Dübel, also dann den Dübel reingesteckt, trocken werden lassen und dann. Und dann hält das ja auch wieder fest. Da müsste ich dann mal gucken. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Sound ist super. Satelliten habe ich jetzt falsch angebaut. Die zeige ich euch mal kurz. Meine Satelliten sind da. Links und rechts vom Bild. Die sind auch falsch. Die sollten eigentlich was tiefer. Aber das war nicht machbar. Tiefer hängen, weil da ja die teilweise die Lampen sind und hast nicht gesehen. Ich werde mir dann irgendwann später nochmal so Standfüße holen und die hinter das Sofa stellen und die an die Standfüße ranmachen und dann kommen die links und rechts hin, weil da sind noch genug Kabel lang. Da habe ich es nicht machen können. Das kommt dann später irgendwann mal. So reicht es erstmal und die sind ein bisschen angekippt. Hab trotzdem geilen Sound. Hab auch Dolby Atmos getestet. Ihr habt ja noch Videos bei YouTube, wo du jeden einzelnen Lautsprecher abhören kannst. Funktioniert alles. Funktioniert auch mit der Szene. Da haben sie so eine Szene mit irgendwelchen Geräuschen, Dschungel und so. Das hörst du wirklich super. Das kommt nicht zu spät, nicht zu früh. Funktioniert. Was aber ganz großer Murks ist, ist das Display. Das Display ist wirklich riesen Murks. Das werde ich euch mal zeigen. Der Subwoofer ist da hinten in der Ecke. Ja. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier mal. Hoppala. So, laut mache. So. Da ist das Display. Vier Buchstaben, mehr nicht. Wenn du mehr. Also, Wi-Fi sieht man noch. Bluetooth sieht man. HDMI sieht man, aber nicht 1.2 oder so. Wenn du da was einstellen willst auf der Fernbedienung. Das ist Riesenmurks. Na komm, zoom raus. Also das ist Riesenmurks, wenn du da hin und her irgendwie eine Einstellung was einstellen willst hiermit. Ist Murks. Funktioniert nicht. Ist Riesenscheiße. Ja, maximal hier die Quellen, ja. Kannst du noch hin und her wechseln. Laut, leise, klar. Aber hier Info und dann irgendwas in den Einstellungen einstellen. Auf dem kleinen Display. Murks. Macht sich richtig beschissen, würde ich euch nicht empfehlen, würde ich euch denn eher über die App empfehlen. Da kommen wir gleich zu, die werde ich euch gleich am Fernseher zeigen. Aber die Samtkombination finde ich ist sehr schick. Optisch ist ein Hingucker, wie gesagt, beim Display würde ich mir wünschen, dass es vielleicht ein Stück länger ist oder größer oder vielleicht mittig oder vielleicht, dass es mittig oben noch rausguckt, irgendwas. Und bei der Halterung, das sind so meine Mankos jetzt im ersten, wenn man so sich so anguckt. Später kommen wir noch zur App und so, zu den anderen Mankos, was mir nicht gefällt. Aber Ton funktioniert super, An- und Ausschalten funktioniert auch super über Alexa. Ich habe mir da meinen eigenen Befehl gemacht, Fire TV an, Fire TV aus. Und dann geht wirklich alles aus. Auch der Backlight geht dann mit aus. Das ist auch so ja über Alexa steuerbar. Dann geht halt praktisch der Fernseher aus, Backlight geht aus, Soundbar geht aus, die Steckdose geht aus. Und wenn ich dann früh hier reinkomme, sage ich Alexa und Fire TV an. Ja, dann geht der Fernseher an. Nee, Quatsch, die Steckdose geht zuerst an. Und der LAN-Verteiler. Und dann habe ich so ein paar Sekunden Pause gelassen, damit wo nichts passiert, damit der LAN-Verteiler erstmal anspringt. Dann geht der Fernseher an, geht die Soundbar an, dann ist ja auch schon der LAN-Verteiler da und dann kannst du gleich schon loslegen. Funktioniert wunderbar. Kann ich echt nicht meckern. So, und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich am PC, wo wir uns die App dann nochmal genauer angucken werden und ja, die anderen Mankos und dann gucken, ob sich die überhaupt lohnt, die Soundbar.
So, jetzt sind wir auch schon am PC. Ich musste jetzt erstmal mein Kamera-Hubdingsbums nehmen für die Kamera oben. Warum die jetzt so kacke aussieht, weiß ich nicht. Im Stream sieht sie halt besser aus. Sie sieht auch normalerweise besser aus. Aber hier in der Software sieht sie halt scheiße aus. Ja, warum auch immer. Aber ich möchte euch halt gerne nochmal groß vorher zeigen, bevor wir auf die App zu sprechen kommen. Die beiden Fernbedienungen, das sind diese hier. Das ist einmal. Ne? Wo habe ich denn jetzt die Fernbedienung zum. Und. Ne? Also den Blur-Effekt müsste ich mal rausmachen. Ja. Das sind jetzt die beiden Fernbedienungen. Ja, das eine hier steht ja auch, da steht Soundbar drauf, die ist für Soundbar. Die andere ist für den Fernseher. Was ich schade finde bei der Soundbar für Leute, die halt gerne benutzen wollen, hier ist kein, also obwohl es das Flaggschiff ist, hier ist kein Solarpanel drauf, sondern Batterien und auch nicht mal USB-C-Anschluss, wie jetzt beim Fernseher zum Beispiel beim Flaggschiff. Ja, also da würde ich mir aber trotzdem Metallgehäuse wünschen. Sonst, wie ihr seht, ist eigentlich alles drauf auf der Fernbedienung. Na. So. Aber, ach so, kippen muss ich so ein bisschen so. Aber durch das Bedienfeld unten, also das Display, vier Buchstaben, kannst du einige davon getrost beiseite lassen, weil du musst ewig lesen und dann, ach so, welcher Knopf war nochmal? Also so geht es mir jedenfalls ständig hier. Was ich halt mache, ist halt die Quellen hier oben wechseln, laut, leise kann ich hier mitmachen, Infotaste und vor, zurück und so was. Also das, oder wenn man Bluetooth hat, dran hat, kann man hier auch Pause und Play machen oder so. Ja, das geht auch alles wunderbar. Hier oben ist der Pairing-Knopf denn noch. Ja. Aber sonst brauche ich die nicht. Die liegt einfach sinnlos auf dem Tisch rum. Braucht man auch nicht. Braucht man wirklich nicht. Weil das macht sich alles über die App super. Wobei die App ist nicht wirklich App. So, dann machen wir das mal hier runter. Ich muss jetzt hier nur schnell verbinden. Ich habe nicht nur 10 Minuten immer pro Sitzung, weil es halt die kostenlose Version. So, da sind wir dann auch schon drinne. Schieben uns das mal hier rüber. So. Und da unten ist dann halt die SmartSync-App. Also bei mir sind jetzt keine Namen eingeblendet. Weil, ja, es ist Quatsch, brauche ich ja nicht. Ich mache das mal weg, oder? Geht das überhaupt weg? Nee, geht nicht weg, ist ja scheiße. Naja, okay. Ja. Aber die App hier unten meine ich. Ja. Da kann ich auch so drauf drücken. Ja, die ist mit Info, App Info, SmartSync. Version 1.7.99.2.1 Autostart, dann kannst du hier auch noch eine Sache einstellen. Vorschau Wasserzeichen brauchen wir alles nicht. Unbekannte Quelle brauchen wir nicht. Standardeinstellung löschen brauchen wir alles nicht. So, und da gehen wir mal rauf. Das ist dann die App. Da habe ich dann halt mein. Hier oben, das ist der Fernseher vom Schlafzimmer. Können wir hier auch mal hier umbenennen. Samsung TV. Raum. Schlafzimmer. Speichern. So, haben wir Schlafzimmer 1. Und dann haben wir hier, das ist der TV. Der neue. Und das ist die Soundbar. So, bearbeiten. Raum Wohnzimmer. Favorit ist auch gleich drin. Standort, Odins Home. Ja. Und dann können wir dann halt hier an- und ausschalten.
Und zusätzlich haben wir Einstellungen. Jetzt müssen wir kurz warten. Ihr seht oben jetzt hier schon das Bild von der Soundbar. Aber eigentlich ist es, oder habe ich das so eingestellt? Muss ich jetzt mal selber nochmal gucken. Jetzt ist schon wieder, weil ich neu angemacht habe, auf TV-Lautsprecher. Einstellungen. Weil der Fernseher halt ausgegangen ist. Jetzt ist TV und Soundbar. Also das hat diesmal schnell geklappt mit dem Umspringen. So. Und normalerweise, jetzt haben wir hier oben, haben wir nämlich dann auch Bild, Fernseher und Soundbar. Ja, also dass beides gekoppelt an ist. Wenn nur Soundbar mit Wi-Fi ist, dann würde da nur die Soundbar sein. Ja? Und dann halt links und rechts der Ton und so. Dann haben wir oben diese Punkte, die können wir erstmal anklicken, bevor wir weiter durchgehen. Ja? So, da haben wir dann den Netzwerkstatus. Da können wir sehen, dass wir mit 5 GHz verbunden haben. Das hat jetzt nur einen Balken. Ich hatte doch mit 2,4. Da hatte ich mehr Balken, aber hat am Ergebnis nicht geändert, dass es mal da ist und mal nicht und na egal. So, Bluetooth-Kopplung, da können wir dann halt ein Bluetooth-Gerät koppeln, wollen wir jetzt nicht. Kanallautstärke, da kann man dann halt wirklich Seiten, Breite, vorne, hinten. Ich habe hinten ein bisschen lauter gemacht, weil mir das zu leise war. Ja, also Rückseite. Und könnt ihr euch anpassen. Dann könnt ihr auch den Modus wählen für die separaten Lautsprecher. Steht doch hier unten Modus für hintere Lautsprecher. Ja, also entweder hinten, so wie ich habe, das vor mir die Soundbar, hinten die Lautsprecher. Ihr könnt auch machen vorne, dass die Soundbar vorne ist und auch vorne die Lautsprecher. Und dann halt mit dem Abstrahlen und sowas alles. Das würde natürlich auch gehen. Laut der App habe ich jetzt nicht getestet, weil, keine Ahnung, ich lasse es weiter hinten. Ja, also das ist für mich also so. Ich habe es ja hinten nur angebaut. So, das war schon für den ersten Punkt. Den zweiten Punkt. Hier haben wir Amazon Alexa. Ja. Da können wir uns dann anmelden und mit Amazon Alexa anmelden. Habe ich bei mir gehabt, habe ich aber ausgeschalten. Weil das immer in die Quere gekommen ist mit meiner Alexa im Fernsehen. Also in der Quatsch, im Fernsehen, im Fire TV. Die in der Soundbar sagt immer, kann ich nicht machen, kann ich nicht machen, kann ich nicht machen. Und mein Fire TV hat es ja gemacht, weil die Soundbar natürlich nicht alle Sachen kann. Also die Alexa, die da eingebaut ist, sagen wir mal so. So, dann haben wir Spotify, ja, bereit zum Musik hören. Wollen wir noch weitere Informationen abrufen. Verknüpfen mit Spotify, ist bei mir verknüpft mit Spotify. Ja, da haben wir jetzt schon wieder Cookies akzeptieren, neue Sachen hier wieder zugekommen sind. Ja, ist aber mit Spotify verknüpft. So, dann haben wir hier noch Informationen. Das ist jetzt die Soundbar an sich. Und die hat jetzt die Version 1.0.1.0.0. Wir können ja mal nach 5er Update gucken. Ach, wir haben so ja ein Update. Mal gucken, was da verbessert wurde. Finde ich ein bisschen schade, dass sie das nicht automatisch macht und mir in der App angezeigt wird, pass mal auf, das Gerät hat ein Update, guck da mal nach, oder dass man gleich dahin kommt und dann gefragt wird, willst du jetzt updaten, ja oder nein? Ja, das finde ich sehr schade. Dann finde ich es schade, dass die App halt nicht eine wirkliche App ist. Das ist halt basiert alle browserbasierend. Das heißt, bei meinem Xiaomi jetzt zum Beispiel, weil ich ja den Xiaomi-Browser nutze meistens, ist es so,
oder habe den meistens genutzt, weil der einen guten Werbeblocker drin hat. Den kann ich jetzt nicht mehr benutzen. Ich muss da jetzt Standardbrowser den Google Chrome nehmen, um die App vernünftig benutzen zu können, um dass auch alles angezeigt wird und alles genutzt wird, weil das eigentlich eher alles browserbasierend ist. So, gucken wir nochmal. Informationen. Hat er wieder nicht gemacht? Doch, müsste er gemacht haben. Nee, hat er nicht. Keine Aktualisierung. Auf dem Display wird auch nicht angezeigt. Das wird genau das gleiche sein wie beim letzten Mal. Da musst du wieder warten. Oder die Soundbar immer aus- und anmache. Da müssen wir mal gucken. Den können wir ja ganz einfach auf den Grund gehen. Und zwar, ich setze das jetzt einfach mal hier so drüber. Ja, wir brauchen ja nicht komplett ausgefüllt. Ja, die Kamera ist ja auch noch da. Das ist jetzt das 2023er Modell. Das ist die, die ich habe. Da gehen wir einfach drauf. Support. Zum Download Center. Das ist nämlich ein bisschen bescheuert gemacht. Manchmal kommt man direkt und manchmal nicht. Handbücher und Download. Und hier haben wir User Manual, Datei Update und Upgrade Handbuch. Also ist 10.10.0 ist das aktuellste, aber das hat er doch auch vorhin schon angezeigt gehabt. Ich werde mal das Update nochmal sicherheitshalber mit einem USB-Stick drüber bügeln. So, dann haben wir, sind wir jetzt hier wieder bei der Soundbar im Menü halt. Ihr könnt euch auch hier das hier könnt euch anpassen im Hintergrund. Ton von, ja, und dann Gerät, kein Gerät angeschlossen. Ja, und da sagen wir dann einfach, hier zum Beispiel, hier haben wir ein Wi-Fi. Da können wir Wi-Fi auswählen. Wir können HDMI 1 oder 2. Das sind die Eingänge von der Soundbar. TV, ARC, das ist halt der HDMI. Das hat kein HDMI-Signalbild hier. Aber das ist der HDMI-Anschluss, der in die Soundbar rinkommt. Der für EAC, ja, vom Fernseher zur Soundbar. Ja, das sind die HDMI, die Soundbar hat, wo externe Geräte angeschlossen werden können. Wi-Fi und Bluetooth ist halt für ein Smartphone, ja. So, und dann haben wir hier wieder, auch hier vorne dann halt hier unser Bild. Unser Samsung TV ist damit verbunden mit Wi-Fi. Hier haben wir den Lautstärke, Tonmodus. Das könnt ihr auch im Fernseher einstellen. Standard, Surround, Spiel und Adaptiv. Ich habe eigentlich auf... Ich habe eigentlich auf Surround gehabt und immer auf Standard dann auch ein bisschen getestet und so. Surround ist halt Surround, Standard ist halt der Standard, der gerade ist. Und bei Adaptiv ist halt das Geile, der versucht, wenn
ihr zum Beispiel etwas ältere Filme habt, bei den ganz alten klappt es semi-optimal bei manchen, bei den nicht so alten klappt das total, teilweise so richtig gut, dass ihr da, wo kein Dolby Atmos ist oder digital ist, so ein Dolby erzeugt werden kann, was täuschend echt wirkt. So, Equalizer ist der Equalizer, habe ich auch die Höhen so gelassen, Bass habe ich was runtergemacht, da bin ich noch am Experimentieren, dass es für die Nachbarn nicht so laut wird. Hier der Subwoofer, den habe ich auch etwas runtergeregelt. Da bin ich aber, wie gesagt, noch am Experimentieren. Das ist für automatische Anpassungen. Da kommen so komische Geräusche. Und dann muss man einfach so mit Handy so sitzt man und wartet an dem Platz, wo man sitzt. Und dann wird es darauf geeicht, damit es sich da gut anhört. So, Auto ist natürlich an. Spacefit-Ton, keine Ahnung. Aktiver Sprachverstärkung habe ich an, habe ich aber auch im Fire TV an. Die adaptive aktive Sprachverstärkung kommt auch gleich nochmal in einem anderen Punkt. Das soll halt die Sprache verbessern. Also wenn welche quatschen, damit ihr die Quatschen besser hört als die Umgebungsgeräusche. Nicht, dass ihr mehr Umgebungsgeräusche habt als Quatschen, weil man soll ja die Leute verstehen. Und hier haben wir jetzt nochmal Sprachverstärkung drin, Bassverstärkung habe ich aus. Und der Nachtmodus, das würde ich mir wünschen, wenn ihr schon so viel Knöpfe hier rufballert und so, dann macht was mit Sinn. Macht hier eine Taste mit Mond drauf auf die Fernbedienung und macht diesen Nachtmodus da rein. Ja, dass man den Nachtmodus wenigstens hier mit Fernbedienung aktivieren kann. Das ist abends, wenn man im Mehrfamilienhaus wohnt, wirklich sehr entspannt. Ich lasse den ja auch so gleich an, weil den hätte ich jetzt sowieso bald angemacht, ja. Und dann haben wir hier halt natürlich die Lautstärke, die wir einstellen können. Ich brauche nicht mehr als 10. So. Und das war es eigentlich auch schon. Ja. Fernsehwohnzimmer ist jetzt offline, der ist ausgegangen. Hier haben wir dann noch Wetter. Also funktioniert halt alles über diese, weil es halt so eine webbasierende Ding ist. Geräte, haben wir dann Geräte, Alltag, Regeln, hier kann man dann auch Regeln für, ja, gewisse Geräte festlegen, da waren aber eigentlich immer nur so Küchengeräte drin. Android Auto könnt ihr hier jetzt noch nutzen, Voice Assistant, Anleitung, Einstellungen und ach, hier kontaktieren Sie uns, Offline-Diagnose, wenn irgendwas nicht hinhauen sollte. Ja. Aber ich bin einfach mal so und dann habe ich das an und ich steuere eigentlich alles über die App. Alles. Weil in der App, du siehst ja alles, du hast hier schön Schrift, siehst alles. Hier hoch, wenn du hier oben drückst, hast du alles schön erklärt, siehst du alles schön. Und auf den vier Punkten da unten im Display, darauf kann ich scheißen. Also das ist nicht schön. Zeig euch so wie das ist nicht schön. Ja. Wie gesagt, die Soundbar an sich macht einen geilen Sound. Sie macht wirklich einen geilen Sound. Aber sie hat trotzdem Schwächen. Also ist nicht alles perfekt. Sound ist geil, aber mal ist das Wi-Fi nicht da, dann ist es wieder da. Die Aufhängung, dass die so schräg hängen muss, weiß ich nicht, glaube ich nicht, bin ich mir nicht so sicher, weil sie ist fest dran und trotzdem hängt es so durch, glaube ich nicht, dass es sein soll. Dann nur diese vier Buchstaben im Display, dann scrollt es rüber, ganz schlecht. Dann die App, dass die App nicht richtig App ist, sondern eher webbasierend ist. Und nicht, dass es so wie früher eine einfache App ist, wo alles in der App ist. Nein, ich muss erstmal den Google Chrome Browser drin machen, als Standard-Browser, damit das alles funktioniert, wenn das mal wieder nach Hause telefoniert und so. Das finde ich halt nicht so schön. Optisch sieht sie knaller aus und das, was sie machen soll, macht sie hoch. Bin ich sehr, sehr zufrieden. Wir haben auch viele Anschlussmöglichkeiten. Also wir optisch, EARC oder Wi-Fi und Bluetooth halt für Handy, ja. Aber sie hat trotzdem Schwächen und da würde ich mir ein bisschen
bisschen noch mehr von Samsung wünschen für das nächste Flaggschiff. Wie gesagt, die neue habe ich mir schon angeguckt. Ist trotzdem wieder eine Plastifernbedienung. Der Nachtmodus, den würde ich mir wünschen. Ist zwar schön und gut, dass man hier alles Mögliche auf der Fernbedienung einstellen kann, aber es bringt nichts, wenn das Display scheiße ist und man das nicht sieht. Das macht sich über die App viel besser. Man muss ein besseres Display her. Länger, breiter, dicker. Auf jeden Fall. Also länger auf jeden Fall. Und dass es dann vielleicht auch ein Viereck gibt, ein größeres, dass man das besser sehen kann und da im Menü hoch so ein bisschen hin und her scrollen kann. Das würde dann einiges erleichtern. Ja, aber so ist es. Also mit dem Display ist Murks. Also das ist nicht schön. Aber trotzdem bin ich sehr zufrieden. Vor allen Dingen für den Preis, was ich gekriegt habe, hätte ich nicht gedacht. Weil, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich dann die 3.1.2 oder vielleicht hätte es zu 5.0 gereicht, wenn sie im Angebot wäre. Dadurch, dass Otto jetzt so ein geiles Angebot hatte. Jetzt momentan kostet sie 499, ist nicht lieferbar. Für den Preis habe ich sie leider nicht gekriegt. Da war sie auch nur kurz da. Ich habe eine Nachricht von Otto gekriegt, dass die gesenkt wird im Preis. Ich bin gleich ruf und die war dann innerhalb von einer Minute, zwei Minuten weg. Also wirklich komplett leer und ausverkauft. Ich habe sie über 499 habe ich bezahlt, wenn man die ganzen Rabatte zählt, mit drin zählt. Aber trotzdem, also ich bin 50 Euro, glaube ich, über meinem, was ich eigentlich ausgeben wollte. Ist mir die Soundbar aber auch wert, also dafür, dass ich die große habe. Und muss ich sagen, ja, ist sie mir wirklich wert. Ich bin froh, dass ich gewartet habe und dass da so ein geiles Angebot drin kam. Das mit dem Atmos habe ich echt nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, wie es funktioniert. Der Subwoofer ist aber wirklich, also das zeige ich euch, der ist zu hart. Den müsst ihr, auch wenn ihr die optimalen Einstellungen eingestellt habt über die App, ja, wo ihr das selber ermittelt, macht den Subwoofer runter, sonst kommen euch die Nachbarn hoch. Definitiv. Weil der ist definitiv zu laut. Der knallt ordentlich rein. Aber sonst lautet mit dem Ton super hin. Kann ich mich wirklich nicht beschweren. Auch diese Zusammenspiel von Fernseh und Soundbar, dass ein Fernsehlautsprecher Soundbar an ist und die hinteren und dass es halt abstrahlt und dieses Dolby Atmos und so. Es ist einfach wirklich eine Wonne. Es ist wirklich eine Wonne und vor allem beim Zocken. Es ist so geil. Ja, also es ist, ich kann es nicht anders beschreiben. Ich würde sie auf jeden Fall wieder kaufen, auch mit den Abstrichen, die sie gerade hat. Wie gesagt, ich muss mal gucken, vielleicht kriege ich sie noch irgendwie stabil an die Wand gebastelt, dass die dann halt nicht so ein bisschen schräg ist, weil das Auge ist ja auch mit. Aber sonst, wie gesagt, mega zufrieden. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.